Sie ist fertig, hat Feierabend, wo es ausschaut. Dann können wir uns auch nach dem Flachs noch umschauen. Boah, ja, jetzt, ne, wenn die Ernte eingefahren wird, ist immer Trouble, ne? Wie früher. Stressigste Zeit im Jahr. Immer 1000 Sachen zu machen. Wir können kochen, wir können backen, wir können Zeug verkaufen, wir können die Näherei anwerfen und schauen, dass man, was man mit dem Flachs machen kann. Na komm, mach an. Ist einfach stylischer. So. Wurde gesagt, dass ich ein paar Sachen verändert haben. Okay. Ich möchte das gerne mal in VR spielen. Echt, du würdest fast mal in VR spielen. Oh. Nee. Ich würde sterben. In Alaska, dann einen guten Hunger wünsche ich. Bis bald. Ciao. Mit Zorgs Hand hat Phasmo definitiv Jumpscares. Naja, als er das noch gepflegt hat, das Hand hat es mich schon ein paar Mal zerrissen. Ja. Und dazu dann noch die Halloween Alerts von euch beim Stream. Ja, ja. Das meine ich mit, es ist wichtig, dass wir einen in der Taverne stehen haben, der uns dieses Kochen abnimmt. Ansonsten sitzen wir hier minutenlang, stundenlang und kochen nur die Ernte durch, wenn die im Sommer kommt. Das ist, aber die müssen es unbedingt patchen, dass die schneller kochen. Kann nicht sein, dass wir hier in 2 Minuten 29 Eintöpfe machen und der in einem Tag 2. Das ist ein bisschen, also der muss ja nicht in derselben Geschwindigkeit machen wie wir, dann ertrinken wir ein Essen. Aber so ein bisschen mehr wäre schon gut. Machen noch weniger Holz als du. Ja, aber in der Menge, die dann wiederum ausreicht. Das ist okay. Aber kochen ist wirklich super lahm. Das beobachten wir mal morgen. Wie viel Eintöpfe der da wirklich da reingeschmissen hat. Wobei das schwer sein wird zu sehen. Wir haben ja auch einen Verbrauch, ne? Oder ich glaube, nee, ich glaube doch, nee, Verbrauch ist täglich. Der wird nicht nur einmal in der Jahreszeit abgebucht, ja, insofern. Eintopf hat eine Wertung von 35 Nahrungsanteilen, das ist richtig, ja, ja, weiß ich. Warte mal, ein paar nehmen wir uns wieder mit. Ja, ein paar habe ich gesagt. So. Ja, das sind 0,3 Einheiten pro Stunde. Nicht eine Suppe 0,3 Stunden, sondern tatsächlich 0,3 Suppen pro Stunde, das heißt am Tag. Ich weiß nicht, wie lang die Arbeitszeit ist, aber mal 12 Stunden möglich. Dann kriegst du 4 Suppen am Tag. Eher so semi-gut. So, dann gehe ich mal mit meinen Hämmern schlafen. Ich nehme mir nur die 8 mit zum Verkaufen. Zack. Schön den Kuschelhammer mit ins Bett genommen. Das klingt so falsch. Ich glaube, bei 5% beschweren sie sich noch nicht, aber ich wasche mich mal. Vielleicht habe ich dann höhere Erfolgschancen beim Anwerben. So.
Ah, da fällt mir ein, wir wollten ja die Brücke machen mit den Brettern, ne? Notfalls wird das was für den nächsten Stream. Und hier kommt's auf die To-Do-Liste. So, wir kaufen den ganzen Spaß. Müsste jetzt eigentlich irgendwo das Dorf sein? Da, okay. Hier den Eimerabzocker. Beim Eimerabzocker will ich verkaufen. Wo ist er? Palibor, da ist er doch. Da, Drecksack. Zeig mir deine Ware. So, Eisenhammer. Bams. 560. Beeren. Wegerich können wir auch weghauen. Das gesalzene Fischfleisch. Ja, komm, hau weg. Pelz, hau weg. So, sind wir doch schon wieder ganz gut unterwegs. Münzen 2700 oder was waren es jetzt? Okay, nur eine neue, aber das ist die Ottilia. Auch nur Diplomatie. Das bringt mir leider ja nichts. Okay. Es wird nach wie vor hart, neue Leute zu finden. Meine Fresse. Das ist bitter. Letzte Jahreszeit schon ein Ausfall. Ich meine, immerhin haben wir ihn jetzt hier gekriegt, den neuen Tybalt. Das war schon mal gut. Aber angesichts der ganzen Mutterschaftsausfälle müssen wir echt ganz schön noch glotzen. Ach, unser Bogenschießlehrling will ja auch wieder was von uns. Der gute Alvin. Können wir dann gleich machen. Dann muss ich ihm mehrfach ins Gesicht schießen. Erstmal gucken, wer hier wohnt. Wie lange geht der Stream heute? Nicht bis 18. Ich bin ein bisschen kaputt. Aber ich denke mal, so ein bisschen machen wir noch. Die Alvin-Quest würde ich gerne noch machen. Schau mal, hier Wilburga hat auch eine Quest. Können wir auch gleich mal gucken. Oder? Komm, schau mal gerade, wenn wir schon da sind. Wilburga. So, kann ich dir denn helfen? Ich habe mein Bo... Ey! Ey, ich habe gesagt, ich raste aus, wenn noch einer seinen Bogen irgendwo wegdonnert. Ach nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Irgendwann Amok laufen durchs Dorf hier. Der ist auch ein guter Crafter. Das könnte ich gebrauchen. Und ja gut, Herbert brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Er hat immer eine 3 auf... immer eine 3 auf Landwirtschaft. Du bist versorgt. Okay. Alter. Das Bogentrauma, ey. Pass mal auf. Schauen wir mal. Wie ist es so? Geht's dir gut? Oh, 12. Ich glaube, mehr als 10 hatte ich noch nie, oder? Schönes Wetter? Es
Wetter. Als würdest du denken, wenn einer kommt und sagt, na, wie geht's dir so, wie ist mit der Arbeit, ja. Und dann, ja, heute haben wir aber doch schönes Wetter, oder? Dann denkst du doch nicht, boah, was ein Arsch, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der hat mich nach Wetter gefragt, was ein Arschloch, ey. Boah, ey, verpiss dich, Alter, ey. Weißt du, das kann doch nicht sein. Das sieht ja alles so empfindlich reagieren, wenn man nach dem Wetter fragt. Da, moin. Ja, und schönes Wetter, der da, oder? Diabo! Vielleicht mag er Schnee. Ja, aber. Ja. So, na, Alvin, wir laufen die Übung. Ich wette, ich kann dich jetzt schlagen. Ha, wie zuversichtlich, in Ordnung. Ich nehme die Wette an. Warum jetzt? Es geht um 100 Münzen. Wir haben 3 Schüsse. Derjenige, der mehr Punkte erhält, gewinnt. Nimmst du an? Na, lass uns anfangen. Ich habe 64 Punkte erhalten. Jetzt bist du dran. 64 Punkte mit 3 Schüssen? Sind 20 nicht das Maximum? Pro Schuss? Ich frage für einen Freund. Ja, natürlich wird es addiert, aber wenn ich 3 Schüsse habe, bei maximal 20 komme ich auf 60 und nicht 64, 63, was er jetzt hatte. Muss halt 30 Meter entfernt stehen. Achso, dann gibt es 30 Punkte. Bei 20 Metern gibt es 20 Punkte, okay. Sind das 30? Ich hab... Könnte mir mal jemand 20 Meter aufmalen. Sind das 20? Sind das 30? Sind das 12? Man weiß es nicht. Und ich habe den Langbogen, mit dem komme ich auch noch nicht so ganz klar. Er hat, glaube ich, nicht so viel Drop gehabt, haben wir letztes Mal gesagt, ne? 25 Punkte bei 31 Metern. Hier bei der roten Blume. Das lässt sich... Ah, da ist noch eine rote Blume. Da ist noch eine rote Blume. Moment. Beim Eintopf. So. Ich will mal kurz gucken, ob der jetzt zu hoch oder zu niedrig eingeschlagen ist. Der ist zu niedrig eingeschlagen. Ein bisschen höher ziehen. Okay. Aber 25 Punkte waren ja schon mal ganz gut. Prozent. Prozent. So. Bin schon ein bisschen stolz. So ist es ja nicht, ne? Da hast die 30 Meter gar nicht schlecht geschätzt, ja, ne? Ich habe auch gar nicht schlecht geschossen, ganz ehrlich. Also wenn das jetzt... Na, hast du mal eingebildet, mein Guter? Pass mal auf, Alvin. Wie viele Punkte hattest du doch gleich? 63? Also wenn ich das jetzt richtig addiert hat, komme ich so auf... 80, ich habe jetzt nicht gezählt. So 85 oder so. So ein bisschen Luft nach oben, gell? So. Wer ist hier der Meister? So ist es nämlich. Rein nicht eingebildet. Du hast viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher. Und jetzt meine Belohnung. Du wirst es sehen. Ich werde mehr üben und schließlich werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ist mir recht. Wir werden uns in der nächsten Gelegenheit beweisen. Was ist dann schon wieder? Warte auf die nächste Jahreszeit. Ah, jetzt wird er immer besser, oder wie? Und irgendwann schlägt er mich. Ich hab 100 Punkte gemacht. Wilhelm Koja. Gut, also sie will nur wieder so einen Kackbogen. Er mag davon schon nicht mehr mit mir reden, weil er ja das Wetter nicht so toll findet. Also belastend, echt.
Dann haben wir eigentlich erledigt, was wir erledigen konnten. Steinpfeile stecken immer noch nicht aus dem automatisch. Das können sie echt mal patchen. Ja. Was ist denn hier mit ihm hier? Warum ist denn er markiert? Zeig mir deine Ware, hast einen Moment Zeit. Kannst du mir nicht zur Seite gehen? Okay, ich dachte, wir hätten eventuell noch Steuern offen, weil da oben der Vertrag eingeblendet ist. Aber das ist einfach nur Unigos, der da wahrscheinlich so markiert ist. Gut, ja, dann. Ganz kurz Check. Was man jetzt natürlich theoretisch machen könnte, wäre hier zu gucken. Da ist noch eine Quest, aber... Oh, scheiß drauf. Scheiß drauf. Holzfäller 2. Wäre dann jetzt... Nächste Konsequenz. Holzfäller 2. Und am anderen Tag nochmal hier bei ihm anklopfen gehen, schauen, ob wir da noch begeistert kriegen. Ja, der ist doch ganz schöner. Ja, eben. Warte. Sieht man das eigentlich irgendwo? Naja, 32,9 Grad. Okay. Okay, bei 32,9 Grad, wenn man da in der Sonne sitzt, weil man zu blöd ist, sich in den Schatten zu setzen und dann jemand daherkommt, während du da hängst und so Wasser! Wasser! Und dann kommt einer, ah, schönes Wetter heute! Okay, dann hau ich ihm doch in die Fresse, ich nehme es zurück. Also mit so einem fröhlichen Grinsen, einem Eis in der Hand und so als Turi mit Kamera umhängen und Strohhut auf. Und dann so, na, schönes Wetter heute? Zu so einem Dachdecker, der gerade bei 33 Grad ein neues Dach macht. Dann hat man in der Tat einen Hammer in der Fresse. Insofern, ich kriege langsam Verständnis für ihn, ja. Ist okay. Spiel zu warm, in echt ist es nice Wetter. Und 33 Grad, schönes Wetter. Da hört so langsam auf bei mir. Also über 30 brauche ich nicht. Es kommt auch immer drauf an. Also, was ich, wenn du in Spanien bist und 30 Grad hast, dann ist das aushaltbar. Wenn du hier 30 Grad hast, ist das meistens eher so türkisch Dampfbad. So, weißt du, ordentlich Luftfeuchtigkeit und so. Das, ab 24 ist zu viel. Ja, so meine Wohlfühltemperatur ist auch so im Bereich so 23 bis 27 Grad. So, das ist so, da bin ich zu Hause. Voll gut. Was wollte ich jetzt machen? Holzfäller 2. Holzfäller 2. Aber eigentlich bringt er uns nichts, weil wir haben noch keinen zweiten Holzfäller. Die sind ja jetzt alle Mutter. Die Holzfäller. Die dicken Holzfäller, Burn. Sind alle Mutter geworden. So. Immer noch überladen, was ist da los? Ach Gott. Denke, den alten reisen wir ab. Den kleinen unten lasse ich, da werden Bretter hergestellt. Aber ich denke, den alten hier, den können wir abreisen. Und dann bauen wir hier den 2er hin. Kurz gucken. Oh, ein Stock, ganz wichtig, dass wir den rausnehmen. Jo. Aber, warte mal, wenn ich den jetzt abreise, so. Wie sind das dann? Warte mal, ich weiß nicht, ob die das so gut findet, wenn ich ihr, wo ist denn der? Ja, Jurand, du bist im Holzschuppen 1. Ja, das müsste der sein. So, also dann. Oh Gott, scheiße, ich habe keinen Hammer, ne?
Ach, Kacke. Wenn es zu heiß ist, einmal in den Fluss springen. Ja, wie gesagt, er sitzt da in der prallen Sonne und beschwert sich dann, dass es zu heiß ist. Es ist halt auch ein bisschen selbst schuld. Nebenan der damals noch saubere Fluss ist. Obwohl, so ein bisschen Gülle wurde da ja auch schon reingeleitet. Ne? Also insofern, so sauber waren die Flüsse da auch nicht. Ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. So. In Spanien auf dem Festland sind die 30 Grad auch so eklig wie hier. Okay, bei der Meeresluft eine Insel dagegen finde ich sehr aushaltbar. Ja gut, klar. Ne? Das ist sowieso so Meeresklima. Also Inselklima ist immer fantastisch. Auf den Kanaren war ich ja auch schon. Ne? Und da hast du ja auch Temperaturen weit jenseits der 30. Aber dadurch, dass die Atlantikluft da ist, merkst du das gar nicht so sehr. Es ist nur auch gefährlich, weil da wirst du echt schnell rot dann. Zerstören. Bams, ne? Ja. Warte. Achso, müssen wir erst. So war das ja. Oder so. Jaut, dann. Nee, warte. Was macht der hier? So. Gebäude? Was? Was? Hör auf. So. Komische Dinge passieren. Ja, wir bauen das hier wieder so hin, oder? Warte, da. So. So. Bams. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Weg machen. Hier eigentlich auch noch. Sieht einfach besser aus. Alles schön zu betonieren. Wichtig. So. Wie viel brauchen wir jetzt? Rundholz. Rundholz. Nur Rundholz. Huch. Okay, das ist ja mal super billig. Fantastisch. Ja, dann. Dann können wir wieder zuordnen. Der gute Jurand ist jetzt wieder Holzfäller, Arbeitsplatz. Holzschuppen 2, Arbeiter, Holzfäller. Haben wir sonst noch irgendjemanden, der nichts zu arbeiten hat, außer unsere Nachgewüchsten? Nö. Der ist ja super billig, meine Güte. Schenkt. Schön irgendwo im Norden zu leben wäre auch geil. Ja, ja, ja. Das skandinavische Klima ist auch durchaus ein sehr feines. Gut, also, wir haben den Holzstand 2 gebaut, wir haben einen neuen Einwohner immerhin dazu bekommen, wir haben das Feld vergrößert, wir haben die Alvin-Quest gemacht, wir haben ein Außenlager gebaut da drüben, da könnten wir jetzt gerade nochmal hinschauen. An sich sind wir in diesem Stream in einer relativ kurzen Zeit sehr gut vorangekommen. Ah, ich habe die Dings noch nicht gemacht. Lass uns mal kurz nach dem Flachs gucken, ist das hier eingelagert? Ich hoffe nicht. Wie sieht's denn hier mit 29 Suppen ab? Nee, 29 Eintöpfe habe ich gemacht. Also der Typ kann nicht so schnell kochen wie die fressen. Das sei einfach mal so festgehalten. Das heißt, wir müssen hier mitkochen. Ansonsten wird das nichts. Wir kriegen halt jetzt echt viele Mäuler, die wir stopfen müssen, so langsam. Hier sind nicht viel Fleisch. Das kann man halt auch nochmal schön durchbraten. Karottensamen. Karottensamen können wir wieder schön verkaufen. Morchel werden gesammelt. Okay. Passen sie auf.
Oh, warte mal. Da müssen wir jetzt gerade mal schnell gucken bei den Sammlern. Muss ich da Bären einstellen? Ich weiß nicht, ob ich Bären einstellen will. Momentan ist, glaube ich, noch alles auf Morchel. Nee, da. Ja, das passt. Pilze. Aber wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Bären. So. Pilze brauche ich eigentlich gar nicht. Komm, Bären. Sommer. Im Herbst stellen wir es dann natürlich auf Pilze um. Müssen wir echt immer nur dran denken. Und eine bessere Taverne und mehr als ein Mann zum Korn. Ja, ist richtig. Aber die Taverne da jetzt wieder abreißen? Ja gut, zur Not. Steht halt gerade erst. Weißt du, es ist irgendwie so ein bisschen Maps. Und vor allen Dingen brauchen wir erstmal zwei Mann zum Korn. Also müssen sie erstmal irgendwo herholen. Das ist so das Problem. Was wollte ich gerade tun? Lachs. Liegt wohl im anderen Lager. Oh, und Brücke können wir noch probieren. Nehmen wir mal 5 Bretter. Und du meintest, die einfach fallen lassen, dann auf dem Fluss stehen. Da müssen wir halt mal gucken, wie der die fallen lässt. Ich vermute mal aber... also quasi vertikal vor einen. Hier wäre ein guter Übergang. Den Weg nach rechts könnte man noch bauen. So, wenn wir jetzt hier fallen lassen würden. Ne, Quatsch, da. X, E... Nein, nicht Alter, um Gottes Willen. X, F. An sich nice. Er wirft so ein bisschen weiter vor sich, als ich das gedacht habe. Insofern nehmen wir das jetzt mal und gehen dann doch nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Ah! Okay. Das ist aber. Ja, besser als nix, ne? Das ist aber schwierig. Aber ein schöner Tipp. Die Frage ist, läuft man dann da auch drüber? Oder hängt man dann, wenn man das da hat? Ein bisschen vor wieder. Das ist schön. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Ich glaube, eins machen wir noch. Oder? So ungefähr. Sauber. Danke nochmal für den Tipp. Schön. So. Ja, genau. Ja. Je höher das Ufer, je schmaler der Bach, desto besser funktioniert es natürlich. Genau, ansonsten fließt das Wasser durch. Aber hier ist eigentlich eine schöne Stelle dafür. Also, ist ein bisschen weit auseinander, aber ich sag mal so, für so eine behelfsmäßige Brücke, so soll es ja auch aussehen, passt das. Sieht schön aus. Könnte man sogar noch ein weiteres Brett machen, ne? Aber ist okay. Das ist okay. Das gefällt mir.
Gut, dann haben wir das. Den Flachs können wir dann mal, wie war das? Flachs muss man dreschen, ne? Mit dem Flachshalm, den wir, oder mit dem Flachs, den wir jetzt haben, können wir noch nicht direkt in die Näherei. Das muss man, dafür braucht man Flachshalme, die muss man erst rausdreschen immer. Dann alles klar. Jetzt aus Versehen einmal zu schnell an der Seite gegenlaufen. Ja, das ist halt die Frage, ob das dann sich verschiebt. Das müssen wir halt mal gucken. Aber aussehen tut es erstmal gut. Und dann können wir uns auch relativ bald vielleicht mal an die Laternen machen. Die muss ich halt noch kaufen. Also das den Blueprint, dass ich das bauen kann. Und mal ein bisschen Dorfbeleuchtung hier machen demnächst. Ich glaube, da investiere ich dann als nächstes rein, die ganzen Taler, die wir haben.